herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom vierten Drittel. Nach letztem vierten Drittel, wo es ja eigentlich das sechste Drittel war, heute endlich wieder ein viertes Drittel und wir haben ein bekanntes Gesicht mal wieder hier zum zweiten Mal. Wobei beim ersten Mal saß nicht ich hier, sondern Luca Vandenboom. Es war aber auch gegen Freiburg. Es ist natürlich kein geringerer als Philipp Rivers. Herzlich willkommen, Philipp. Grüß dich, Simon. Freut mich, hier zu sein. Wie wichtig war dieser Sieg heute? Ja, sehr wichtig. Uns ist ein Stein vom Herzen gefallen, definitiv. Wir hatten einfach Druck auf unserer Seite. Wir mussten schauen, dass wir es heute Punkte holen. Und umso wichtiger, dass wir es heute gemacht haben. Und heute gehen wir mit einem guten Gefühl nach Hause. Ja, das glaube ich. Vor allem ein befreites Gefühl. Gehen wir mal rein ins erste Drittel. Liefert direkt super, ne? Also 1-0, 2-0, ja. Das ging ja recht zügig. Wie hast du das gesehen? Ja, absolut. Das ist der Start, den wir eigentlich brauchen, den wir uns vorstellen, dass wir schnell in einen guten Spielfluss kommen, dass unsere Checks zu Ende fahren, die Schüsse zum Tor bringen und von Anfang an gefährlich sind. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir automatisch ein gutes Gefühl und kommen besser ins Spiel rein und können das auch mitnehmen in den nächsten Drittel. Ja, ich hatte auch so das Gefühl im Spielverlauf, also ihr seid aus der Kabine gekommen, wirklich wie, als hätte der Herbert euch einmal durch die Waschmaschine und den Trockner geschleudert und seid da rausgekommen und der Weißi in Unterzahl rennt da hinterher und schnappt sich noch den Puck, sichert den, hält da voll gegen. Also irgendwie war das heute eine andere Körpersprache. Woran liegt sowas? Weil ihr merkt, okay, oh, jetzt der Trainer ist raus und jetzt müssen wir? Oder wie kommt sowas zustande? Wir hätten vorher auch schon gemusst, haben es aber nicht ganz so hinbekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich meine, wir hatten eine lange Serie, wo es nicht gut geklappt hat. Hatten drei Spiele in Folge, die wir gut gespielt haben und uns auch gut gefühlt haben. Natürlich, da war das Glück dann ab und zu auf unserer Seite, aber das brauchst du auch, um Spiele zu gewinnen. Ne? Ja. Es gibt so Situationen, wo einfach nichts klappt, ne? Und dann spielt auch der Puck nicht für dich und dann springt er nochmal über einen Schläger. Und dann so Situationen gibt es und dann arbeitest du, da musst du weiterarbeiten, weitermachen, nicht aufgeben. Und irgendwann kommt dann dieser Changer und der war dann da und heute haben wir wieder ein gutes Spiel gemacht, wie du schon gesagt hast. Wir sind gut aus der Kabine gekommen, haben Gas gegeben, so wie wir es wollten, wie wir es geplant haben und das war gut, dass es geklappt hat, dass es so geklappt hat, dass wir es geschafft haben, mit der Einstellung rauszugehen, wir wollen jetzt ein gutes Spiel von Anfang an. Ja, glaube ich. Und das dann nicht wieder nach hinten losging, der Schuss. Ne? Ihr habt sie immer schön auf Distanz gehalten, ne? Dann sind sie wieder rangekommen, dann habt ihr wieder einen draufgesetzt und dann bei den letzten 10, 15 Minuten hatte ich dann gedacht, wo sie dann wirklich auf, ich glaube 4-3 war es dann, rangekommen sind, Torwart raus, habe ich noch gedacht, 5 Minuten haben wir jetzt noch, am besten jetzt schauen, der Torwart war noch nicht raus und dann, jetzt 5 Minuten noch überstehen, ein Tor, das kann noch ganz, ganz heikel werden. Ich meine, ich kenne die Pinguine, das kann mal schnell passieren. Aber ihr habt dagegen gehalten. Ihr habt dann noch das 5-3 gemacht, ohne Empty-Net, dann noch das 6-3 mit dem Empty-Net hinterher. Zwischenzeitlich hatte ich aber das Gefühl, so langsam schwinden die Kräfte. Ist das so oder seid ihr, da liegt es da überhaupt nicht dran, ihr seid fit? Ja, wir sind fit, definitiv, wir sind fit. Ich glaube, dann kommt der mentale Aspekt wieder groß zur Geltung, ne? Du darfst dich halt gerade in solchen Spielen nicht eine Sekunde ausruhen. Ne? Wir sind, glaube ich, mit der Zwei-Tore-Führung aus dem zweiten Drittel raus und ins dritte Drittel rein. Ja, genau, mit 4-2. Und das sieht immer gut aus, das hört sich gut an, aber das ist ein ganz gefährliches Ergebnis, muss man sagen. Zwei Tore sind gar nichts, ne? Ganz gefährlich, ja. Das ist, weil wenn der Gegner eins schießt, dann ist der heiß, der merkt, okay, da geht noch was. Ne? Ja. Das ist nur noch ein Tor. Und da musst du gucken, dass du dann mental das aufs Eis bringst, deine Leistung aufs Eis bringst, ne? Und die Führung vielleicht im besten Fall noch ausbaust. Jetzt haben wir den Treffer bekommen und dann wird's eng, ne? Und dann merkst du auch, der Gegner kommt, ne? Die sind ja auch gekommen, wollten. Und dann haben wir es aber geschafft, nochmal einen on top zu packen und dann haben wir gemerkt, okay, jetzt kommt der Fluss wieder. Und dann macht der Matze sogar noch einen Assist. Ja, Matze hat heute wieder ein gutes Spiel gemacht, absolut. Wenn der Junge dran ist, der macht ein gutes Spiel. Gibt uns auch immer einen Rückhalt und es war heute wieder gut. Grundsätzlich Matze, also 3 Spiele jetzt gemacht, 3-mal ja wirklich richtig, richtig gut performt. Also ich würde sagen, wir haben unfassbar starken Backup-Goalie, oder? Absolut. Matze ist ein junger Goalie mit ganz viel Talent, der hart arbeitet und wenn er reinkommt, dann macht er einen guten Job. Er ist immer total nervös, das merkst du immer. Aber er ist halt einfach jung und da ist sehr, sehr viel Potenzial. Und ich glaube, der hat eine gute Zukunft vor sich, wenn er weiter so macht. Ja, definitiv. Ja. Er hat jetzt
ein Tor heute gekriegt, was wirklich unglücklich ist, prallt ihn ab, fliegt über ihn aus dem Sichtfeld raus. Im Business Club hat er gerade im Interview gesagt, ja, war ein Scheißtor. Hätte ihm nicht passieren dürfen, tat ihm leid, aber mein Gott. Das sind Dinger, die passieren halt. Ne? Und was ich schon meinte, ist ein junger Goalie und das passiert auch anderen. Ne? Ja. Das ist, wir sagen auch in meiner Kabine, Eishockey ist ein Spiel, das lebt von Fehlern. Ne? Und auf beiden Seiten. Und wer weniger Fehler macht, gewinnt dann meistens die Spiele. Ja. Heute haben wir, glaube ich, weniger gemacht und der eine von Matze, das ist mein Gott. Das ist passiert und ich glaube noch nicht mal, dass es ein großer Fehler war. Also, es war, alles war, gut. War es nicht. Mein ja, Gott, der ja, hätte ja. In einem Grad anderem Winkel wäre der anders gesprungen. Eben, oder bisschen, Maxi Adam wäre da noch zwischengekommen, whatever. Ein bisschen passiert. Härter geschossen, ein bisschen weniger hart geschossen, dann geht das Ding schon mal. Ja. Aber genau. Jetzt war das ja diese Woche eine besondere Woche, eine besondere Trainingswoche. Wie hast du von der Trennung von Boris erfahren? Ich glaube, wir haben dann in der Spieler im Spielerchat, wir haben so einen Spielerchat in der WhatsApp-Gruppe, da wurde es dann reingepackt und dann hatte man das einmal schon mal vorher irgendwie ein bisschen gehört und ja, es war eine schwierige Woche, definitiv. Mhm. Es ist nie leicht, so ein Trainerwechsel und gerade auch Boris. Boris steht für das Krefelder Eishockey. Ne? Der ist ein sehr, sehr loyaler Mensch, was das Hockey in Krefeld angeht und gibt immer Vollgas, hat immer Vollgas gegeben. Ja. Und ich kenne ihn schon ewig, ich kenne ihn lange. Ich habe damals schon in Krefeld zusammengespielt mit ihm. Da habe ich noch keinen Bart gehabt und war noch Milchbubi unterwegs. Und ja, das ist dann schon immer so ein, ja, da muss man erstmal einmal schlucken. Ne? Gerade für mich dann, wo ich da den Boris schon so lange kenne und ja, die Vertrauter da war, tat mir das unfassbar leid. Ja. Ja, weil er halt ein Typ ist, der immer Vollgas gibt und der auch will und ne, und das ist einfach irgendwie dann, ja, in dem Fall, ja, war es echt schade, weil Boris echt ein guter Typ ist, der fürs Krefelder Eishockey auch lebt. Definitiv. Jetzt wird sich wahrscheinlich was ändern. Die Woche, beziehungsweise heute stand Herbert Hohenberger, jetzt Interim-Coach, ja. Wie siehst du Herbert Hohenberger wie hast du ihn als Co-Trainer wahrgenommen? So wie er bis jetzt als Headcoach auch ist, ein lustiger Typ, der total Bock hat auf Eishockey und mega arbeitet, von morgens bis abends auch in der Halle ist und analysiert und guckt und macht und sehr positiv eingestellt ist. Ne? Natürlich gibt er uns auch mal ein bisschen Luck, das muss aber auch sein, das brauchen wir. Und sonst sehr positiv eingestellt und hat Bock und möchte. Ja, ja. Glaubst du, dass er auch ein guter Headcoach wäre für euch? Oder sagst du, nein, das ist interimsweise, oder ist das für euch Spieler? Also, ach, das juckt uns jetzt gar nicht, das ist not our business, das müssen die anderen entscheiden. Ja. Oder würdest du sogar sagen, ach, ich würde mir das eigentlich wünschen, der Herbie als Headcoach? Ich glaube, der Herbie macht einen guten Job gerade und wir schauen jetzt mal, wie es in den nächsten Wochen läuft, aber ich glaube, der Herbie kann definitiv den Posten als Headcoach machen. Inwiefern das jetzt hier in Krefeld passiert, da können wir Spieler da nicht viel dazu tun, außer gut spielen. Doch, wir können viel dazu tun, gut spielen. Aber die Entscheidung trifft letztendlich dann die Abteilung oben und warum nicht? Herbie ist ein guter Typ, ein guter Trainer und ja. Hast du sonst irgendeinen Trainer in der Stratosphäre, wo du sagen würdest, boah, unter dem würde ich auf jeden Fall gerne mal spielen wollen? Also keiner, der gerade frei ist. Nein, aber ja, natürlich hat man immer mal so den Wunsch gehabt, den oder den Trainer zu haben. Mhm. Aber das sind auch Trainer, die spielen oder trainieren Teams in anderen Ligen und ganz woanders. Ja. Und deswegen habe ich jetzt gerade keinen speziellen Wunsch. Ne? Einfach einer, der mit uns gut arbeiten kann, wo die Chemie auch passt. Und das ist ganz wichtig, die Chemie zwischen Trainer und Team. Die ist ganz wichtig. Und wenn die Chemie mit Herbie stimmt, dann stimmt sie. Und mit jemandem anderen, dann muss man gucken, wie gesagt. Ja. Ja, du hast letztes Jahr, in der letzten Saison, hast du im vierten Drittel gesagt, dass so eine neue Mannschaft immer Zeit braucht. Also sprich, letztes Mal, wo du hier drin warst, war die Mannschaft ja auch recht neu. Ja. Jetzt haben wir wieder 15 oder mehr als 15 neue Spieler in der Mannschaft. Es ist noch recht am Anfang der Saison. Wie würdest du die ganze Thematik einschätzen? Habt ihr euch schon gefunden oder dauert das tatsächlich? Ist das so ein Rhythmus, der eigentlich so bis zu den Playoffs geht, dass man sagt, okay, für die Playoffs sind wir jetzt gut aufgestellt und da haben wir unsere Reihen gefunden. Wie sieht das da aus?
Ja, wie ich damals schon gesagt habe, das braucht sehr viel Zeit. Das braucht einfach sehr viel Zeit. Und wir sind jetzt wieder an einem Punkt wie letztes Jahr. Es hat sich ganz, ganz viel geändert. Die Führungsposition oben hat sich geändert. Da hat jemand anders übernommen, der andere Ansichten hat, der andere Einstellungen hat. Und dementsprechend hat die Mannschaft sich auch nochmal verändert. Ne? Mhm. Und dann spreche ich von so einem Grundstein, der gebaut werden muss. Mhm. Und nicht nur in einem Jahr, sondern das muss sich aufbauen, dass du einen richtigen festen Kern kriegst, der dann auch das Potenzial hat, wirklich nach oben zu arbeiten. Und wir brauchen gerade noch ein bisschen Zeit. Wir finden uns, das merkt man. Aber dass man so richtig zusammenwächst, das passiert einfach über eine längere Zeit. Und wir sind auf einem guten Weg, definitiv. Wie würdest du das einschätzen? Du hast ja die komplette letzte Saison hier gespielt. Du hast die jetzige Saison mitgenommen oder bist da schon mitgenommen, zum Glück. Wie hat sich das Team im Vergleich zum letzten Jahr vielleicht verändert? Letztes Jahr hat jemand anders das Team zusammengestellt. Ja, genau. Dieses Jahr hat es Peter gemacht. Wo siehst du die Veränderung? Ich glaube, die wichtig war einfach, die Jungs wurden auch ein bisschen nach eingekauft. Wie ist der Charakter? Wie sind sie charakterlich drauf? Ne? Gerade in der Kabine, die Einstellung zum Beruf, zu den Pinguinen, dann zum Hockey. Ich glaube, das wurde mit Bedacht gemacht. Und da wurden gute Jungs eingekauft, die einen tollen Charakter haben. Wir haben eine gute Kabine, eine lustige Kabine, es macht immer Spaß. Die Einstellung stimmt und wenn einer mal zur Seite tritt, dann ist die Mannschaft da und sagt, hey komm, in die Richtung gehen wir, in die Richtung fahren wir. Und das ist gut und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zu letztem Jahr. Ja. Hast du in deiner Karriere schon mal mit Erhoff zusammengespielt? War im Lockout? Warst du da noch hier? Nee, ich habe gegen ihn gespielt. Ich habe damals noch in Köln gespielt. Ah, okay. Und ich habe damals noch in... Nee, warte mal. Nee, stimmt gar nicht. Mein Gott. Oder hast du in Köln mit ihm zusammengespielt? Nee. Aber hier für die Pinguine auf jeden Fall noch nicht? Nee, für die Pinguine nicht. Ich war mein Gegenspieler damals. Ah, wahrscheinlich warst du in vielleicht Iserlohn? War ich in Mannheim? Augsburg? Wann war das? Ja, mein Gott. Okay, aber auf jeden Fall nicht als Mitspieler, aber als Gegenspieler stand ich. Wie ist das dann vor allem? Ich meine, du hast ihn natürlich ja auch wahrscheinlich als Nachwuchsspieler immer da oben gesehen und der ist jetzt in die NHL und kommt ja, hat auch unter Kaczmarek und Elmar Schmitz. Und wie ist das dann jetzt für dich? Klar, jetzt bist du. Entschuldigung, auch nicht mehr der Jüngste. Nee, absolut nicht. Ja, nein, aber wie war das für dich dann zu erfahren, ach, mit dem Erhoff jetzt nochmal, sind das trotzdem leuchtende Augen? Ja klar, super, da freut man sich ja drauf. Ne? Ich meine, ich war damals drüben, kann mich an das Spiel erinnern, so ein bisschen, wo er sein erstes Tor geschossen hat. Ne? Da ging alles in die Richtung Christian Erhoff. Ne? Heute ist der Tag, da soll er das erste Tor schießen und dann hat er es auch geschossen, das weiß ich noch ganz genau. Und da war ich noch ein kleiner Furz, ne? Da lief ich noch da an der Wand entlang, an der Scheibe. Und ja, klar, das macht Spaß, das ist cool. Wir quatschen viel. Natürlich fragt man auch mal viele Sachen, was drüben passiert ist, wie er das erlebt hat und sowas. Jo. Was auch interessant ist, weil jetzt hat man das mal aus der ersten Hand. Und ist ein cooler Typ, ist ein guter Teammate, ein guter Kamerad und das macht Spaß. Ja, glaube ich. Hast du dir für die Saison ein persönliches Saisonziel gesteckt oder sagst du, nee, an das anknüpfen, was letztes Jahr war und das Beste draus machen? In erster Linie an das anknüpfen, wo ich letztes Jahr aufgehört habe. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz vernünftige Playoffs gespielt und am Ende der Saison ganz cool, ganz gut gespielt. Und mein Ziel war es, immer noch mal ein bisschen besser zu werden. Das ist jedes Jahr das Ziel eigentlich. Nochmal an den Schwächen zu arbeiten und die Stärken ein bisschen zu halten. Mhm. Und ja, da bin ich auf dem Weg und mache meine Arbeit und will der Mannschaft natürlich weiterhelfen mit der Erfahrung, mit dem Alter dann auch wieder schon gesagt. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Entschuldigung. Nein, alles gut. Genau. Ja, jetzt müsste ich dich eigentlich auch auf die Strafbank setzen, das hast du letztes Mal aber schon gut gemacht, wie ich gesehen habe. Und jetzt drehen wir das Rad komplett oder drehen wir mal die Zeit komplett zurück. Ja. Philipp Riefers, aufgewachsen in Krefeld. Aber wie? Wie ist Philipp Riefers aufgewachsen? Ja, normal würde ich sagen. Wie bin ich aufgewachsen? Ich hatte eine tolle Kinder, ich habe meinen kleinen Bruder noch. Mhm. Wir haben immer sehr eng... waren viel draußen unterwegs, haben Tennis gespielt. Ich habe Tennis gespielt früher, mein Bruder auch. Da, wo ich gewohnt habe, ich habe damals auf der Takaide gewohnt. Mhm. Und ja, genau, und dann hatten wir eigentlich, das war so ein altes, mein Opa hatte früher hinten auf dem Gelände eine Firma.
Mhm. So, und die sind dann irgendwann umgezogen, haben sich ein bisschen vergrößert und dann sind wir da hingezogen, hatten halt ganz, ganz viel Platz. Ne? Und neben uns war so ein kleiner Parkplatz neben dem Haus. Und das war halt super fürs Inline-Hockey. Fürs Inline-Hockey spielen. Ne? Ich stand in meinem Tor, ich habe gerne im Tor. Ja, ich habe tatsächlich gerne im Inline-Hockey, war ich gerne im Tor irgendwie. Ich fand es total cool, wenn ich die Dinger da gefangen habe. Auf dem Eis habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Aber da sah es gut aus. Ne? Ja, und so sind wir aufgewachsen, ne? Die Sommerferien immer draußen verbracht und Schule war nicht weit weg, Kindergarten war nicht weit weg und ja, sehr liebevolle Familie, alle sehr eng und verstehen uns alle super und ja. Wie bist du zum Eishockey damals dann gekommen? Ich bin damals zum Eishockey gekommen, weil mein Vater und mein Onkel eigentlich immer schon zum Hockey gegangen sind. Die haben das auch total gefeiert irgendwie. Sind immer hingegangen und wir hatten damals in der Familie einen Hockeyspieler, der in der DL gespielt hat. Thomas Imler war das noch. Oh, sag mal auch was von mir. Ich weiß gar nicht mehr, ob der seine. Der hatte dann danach hat er eine Currywurstbude in Düsseldorf aufgemacht. Na, echt? Ja, ja. Der kam aus Düsseldorf. Ja, und da ist man natürlich auch ein bisschen mehr dran gekommen und ja, genau. Die Oma damals ist dann mit mir zum Peter Kaczmarek in die Laufschule und sagte dann, ja, hier, wer der Kleine da, der Philipp, wer gehört zum Philipp? Und dann kam die Oma, ja, ich, was hat der denn jetzt verbrochen? Und dann hat er gesagt, ja, der hat ein Talent und ne, der muss weitermachen, unbedingt. Und von da an, ja, war ich dann drüben und hatte dann unter dem Papa vom Herbert Svetlidews und dem Peter Kaczmarek. Und das waren schon schöne Zeiten da drüben, ja. Oh, wie hast du, ich habe es letzte Woche gesehen, du hast ihm dann auch nochmal kurz vorm Spiel auch nochmal gratuliert. Wie hast du das Retirement vom Herbie gesehen? Ja, wie fandst du das? Gänsehautmomente, ne? Vor allem den Spieler kennt man dann auch persönlich ein bisschen länger schon. Wie gesagt, den Vater kenne ich auch schon Ewigkeiten. Und ja, es war total schön und das hat der Mann sich absolut verdient. Ne? Er hat eine super Karriere hingelegt und ja, es hat Spaß gemacht, das anzuschauen und man wünscht sich dann irgendwann, vielleicht irgendwann schafft man es mal selber. Das ist natürlich sehr schwer, da hängen nur ein paar Trikots und die sind gute Jungs, die da dran hängen. Ne? Ich weiß, da sind noch ein paar vor mir und nee, Spaß beiseite, aber ja, es war Gänsehautmomente, definitiv. Hat Spaß gemacht. Dann hast du ja deine Karriere hier, du hast es in die erste Mannschaft geschafft, du hast deine ersten Erfahrungen gemacht und dann bist du irgendwann, hast Krefeld verlassen. Mhm. Wie schwer ist dir der Schritt gefallen damals? Wie soll ich das erklären? Also es war natürlich ein schwieriger Schritt, aber es war ein Schritt, der nötig war, der mir Spaß gemacht hat, weil ich immer schon hier war. Und die Eishockey-Welt besteht ja nicht nur in Krefeld, sondern man kann woanders noch ein paar andere Sachen vielleicht lernen, gerade für Jungs, die halt immer schon hier waren und den Sprung gemacht haben. Und wenn man den Tapetenwechsel zu haben und eine andere alleine zu sein, auch mal nicht immer bei den Eltern der Familie, das war ganz wichtig und das hat mich definitiv nochmal nach vorne gebracht. Das hat mir schon mal einen Push gegeben. Ja. Und das war mit einem tränenden Auge und einem Lächeln im Mund. Ja, glaube ich. Ja, und dann, wie ist der Kontakt dann entstanden, dass du mehr als vor einem Jahr dann letztendlich wieder hier hingekommen bist? Ich war ja schon mal da zwischendurch, war nochmal da. Ja. War ja genau, ja, da war einfach der Kontakt damals zu Matthias Groß, war das glaube ich noch. Und da habe ich mich super gefreut, ne? Endlich wieder nach Krefeld zurück. Ja, yeah, safe. Das war. Endlich wieder zurück in super, die Heimat. Super, endlich ich wieder zurück. Ich habe jetzt woanders was gelernt und jetzt. Genau, und dann kam Krefeld wieder und dann war ich ja 2 Jahre hier und dann musste ich leider nochmal weg. Das hat dann so einfach nicht gepasst. Da war ja, glaube ich, der große Umschwung hier nochmal, ne? Wo wir dann gesagt haben, wir gehen getrennte Wege. Ja. Und wo du vielleicht dann auch gedacht hast, so im Nachgang, als du dann weg warst, gut, dass ich jetzt hier weg bin, oder? Nee, noch nicht mal. Also ich spiele gerne in Krefeld, das habe ich immer schon gesagt. Und ich bin viel rumgekommen und es war schön, wieder nach Hause zu kommen. Und da ist es mir dann tatsächlich noch mal ein ganzes Stück schwerer gefallen, wieder wegzugehen. Ne? Und ja, dann kam natürlich dann das Ergebnis daraus, Krefeld steigt ab, zweite Liga. Und dann kam der Kontakt und dann habe ich gesagt, ja, nee, jetzt musst du zurück, ne? Das ist meine Heimat. Ja, meine Heimat, genau. Und ja, da hatte ich total Lust, dann weiterzuhelfen und war glücklich, wieder zu Hause zu sein. Und jetzt sitze ich hier und die Mission steht und genau. Ja. Am Anfang des Jahres hast du noch gesagt, ein Datum steht noch nicht fest für die Hochzeit. Hat sich dahingehend was geändert jetzt in den letzten 8 Monaten?
Nee. Boah, super private Frage dann, eigentlich, ne? Ah, super privat, aber was? Ist ja nicht schlimm, da kannst du mich erfahren. Nee, aber wenn wir das dritte Mal machen, dann fragst du mich nochmal. Vielleicht habe ich vielleicht ja News. Vielleicht hat sich da ja was geändert. Vielleicht habe ich ja News. In diesem Sinne, das war es tatsächlich auch schon. Das Drittel ist vorbei. Philipp, ich danke dir für die Zeit. Das macht hat super viel Spaß gemacht. Das letzte Mal habe ich mir super gerne angehört. Ja. Also für mich war es hat super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg jetzt noch für den Rest der Saison. Guckt, dass ihr immer mehr, die Bausteine sich immer mehr zusammenfinden. Ja. Und egal, wer als Head Coach an der Bande steht, ihr werdet es machen. Ihr habt heute wirklich gezeigt, was in euch steckt, was für ein Kampfgeist in euch steckt. Und macht genauso weiter in diesem Sinne. Wir verabschieden uns vom vierten Drittel. Wir hören uns nächste Woche Samstag wahrscheinlich wieder, denn Freitag ist Heimspiel. Da auch direkt erstmal Karten kaufen. Karten kaufen, wer noch keine hat. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und misst neulich.